Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo und dem Southeast Asia Animal Pack. Wir wollen uns heute nochmal mit der Barriere des Rothundegeheges beschäftigen. Die sieht nämlich noch ein bisschen plump aus und dafür müssen wir uns überlegen, wie sie eigentlich werden soll und wie groß das ganze Gehege werden muss. Die letztere Frage ist relativ einfach zu beantworten, denn wir können rechnen. Wir wissen ja, dass wir für den ersten Hund 1162 Quadratmeter brauchen, für jeden weiteren sind das 92. Und wenn wir jetzt einmal richtig durchrechnen, sind das knapp 3400 Quadratmeter Landfläche, die wir brauchen. Und jetzt gehen wir mal, nachdem wir die Soll-Seite kennen, auf die Haben-Seite und gucken uns das Ganze einfach mal hier am Gehegetor an. Da werden wir gleich sehen, dass wir eine Landfläche von 5012 Quadratmeter haben. Das ist eigentlich mehr, als wir brauchen. Hier mit eingerechnet ist aber der gesamte umbaute Raum, also auch diese Insel hier, wo die Hunde nicht draufkommen. Wir müssen uns also mal das Ganze direkt am Tier anschauen. Und hier haben wir schon eins. So, Ansch. Hallo Ansch, du hast immer noch Hunger. War der Pfleger schon wieder nicht da? Da müssen wir gleich nochmal gucken. Aber wir klären jetzt erstmal diese Frage. Also, Ansch sagt, 1392 werden aktuell benötigt bei der Anzahl Tiere, die wir drin haben. Und 2666 stehen zur Verfügung. Das heißt, wir müssen noch gute 800 Quadratmeter anbauen. Und das machen wir, nachdem wir die Tiere getauscht haben. Denn hier, ihr seht, Quarantänephase ist überstanden. Wir haben ja noch ein neues Weibchen. Das soll Zoja ersetzen. Zoja ist ja jetzt mittlerweile ein bisschen betagt. Und das sehen wir nicht in der Zivilopädie, sondern hier. So, wo ist denn Zoja? Zoja ist hier unser Alpha-Weibchen. Zoja werden wir jetzt einfach umsiedeln. Es gibt leider keine andere Möglichkeit mehr. Und wir bedanken uns alle bei Zoja für die schönen Minuten und den Nachwuchs. So, tschüss in Ehren. Und jetzt gucken wir mal, unser neues Weibchen ist Anvi. Anvi ist noch in der Quarantäne und darf natürlich jetzt ins Gehege verlegt werden. Okay, also 800 Quadratmeter noch obendrauf. Ich denke, die kriegen wir ganz gut hier vorne. Denn wir haben ja auch die Barriere noch nicht am Fluss lang geführt. Und die Leute, die hier mit der Bootstour irgendwann mal fahren werden, wollen natürlich auch was sehen. Und je näher, desto besser. Deswegen würde ich doch einfach mal sagen, wir fangen jetzt an, in Betrieb das Ganze hier umzubauen. Und da ich da immer so ein bisschen Angst habe, machen wir das Ganze mal im Pausenmodus. Und wie fangen wir an? Yo, mach einfach mal die Barriere hier auf. Ich will später eine nicht sichtbare Barriere haben, aber zu bauen ist es einfacher, jetzt hier so eine Mauer oder sowas zu lassen, denn dann sehen wir auch den Verlauf besser, als wenn wir jetzt schon eine unsichtbare nehmen. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig mit der Dreidimensionalität beim Schauen. Wird jetzt nicht hingehauen. Machen wir auch nochmal weg. So. Gehen hier mal so in Richtung Wasser. Wir müssen jetzt mal auf ein bisschen kürzere Stücke gehen. Das ist schon ganz gut. Dann gehen wir hier mal so an der Kante lang. Auf den Pfosten, der kann weg. Und dann passt das schon mal besser. Das Ganze nochmal hier auf der Seite. Und ich würde auch gleich ein bisschen mehr Raum geben, weil das ist mir hier ein bisschen eng. So, Gehege ist natürlich jetzt ungültig. Na klar. Wir gehen hier einfach nochmal ein bisschen in einem größeren Bogen raus. Und dann fragen wir gleich mal unsere Rothunde, wie es denen jetzt gefällt. So. Da nehmen wir nochmal ein kürzeres Stück. Kommen wir schön ans Wasser ran. Ja, das ist gerade nicht ganz gut gelungen. Oder wir ändern hier die Richtung nochmal mit einem kürzeren Stück. So, am Ende ist es auch egal. Denn es wird ja ohnehin unsichtbar werden. Okay. Jetzt ist die Frage, ob wir die direkt verbinden können. Dann ist es auch ein bisschen schöner. So ist gut erstmal. Oder nee, so ist nicht gut. Wir gehen hier nochmal mit 10 Metern
bisschen besser ans Wasser ran. So. Okay. So. Virai, was sagst du jetzt? Wird berechnet. 3.399, das ist ja natürlich fast eine Punktlandung. Ich würde jetzt aber natürlich noch ein bisschen größer das Ganze gestalten, denn wir werden noch ein paar Bäume reinbringen und da geht natürlich noch Platz verloren. Insofern machen wir hier noch ein paar Meterchen. Hier nochmal schön auf 20 mit der Kurve. Und das machen wir noch ein bisschen größer, als es vorher war. Der kommt weg. So, der kommt weg. Und dann dürfen wir nochmal 100 Quadratmeter oder 200 gewonnen haben. Virai rechnet nochmal neu. So, ja, 250 nochmal drauf. Damit können wir ganz gut leben. Jetzt hat das eine ordentliche Größe. Und jetzt kann der Nachwuchs kommen. Jetzt ist nur die Frage, wie das Ganze aussehen soll und wie wir das Ganze... Mal hier, von dem Wasserbecken hier. Da haben wir noch immer so ein bisschen den Abdruck. Da müssen wir noch mal ran. So, wir haben übernehmen. Machen das jetzt einfach mal ganz grob. Ja. So ist das besser. Also. Wenn ich möchte, dass wir die Barrieren nicht mehr sehen, dann brauche ich irgendwie eine natürliche Barriere. Das könnte natürlich sein Wasser, wenn die Tiere nicht schwimmen können. Das ist aber bei den Hunden nicht der Fall. Fällt also raus. Insofern könnten wir einen leeren Graben nehmen. Wir könnten einen Höhenunterschied nehmen. Oder wir könnten irgendwie mit Steinen was ablegen oder einen Zaun. Zaun fällt auch raus, weil das ist eigentlich eine sichtbare Barriere. Oder eine künstliche, würde ich sagen. Wir probieren es einfach mal mit einem Graben. Das wäre jetzt so die erste Idee, die ich hätte. Und den legen wir doch einfach mal an. Fangen mal hier an mit, ja gut, 100% müssen es sein, aber ich denke mal 3 Meter müssten ausreichen. So, und hier sind wir an der Wasserkante, da geht jetzt nicht so viel, aber hier kommen wir doch schon an die Barriere ran. Hier jetzt einfach mal auf dieses schöne Tool hier und fahr mal entlang der Barriere. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze wird. Ich glaube, das müssen wir relativ langsam machen, damit das ganze Gelände auch abgetragen wird. So. Kann natürlich auch einfach nachher die Barriere noch ein bisschen anpassen, dass sie in diesen Graben reingeht. So. Aber für jetzt ist das schon mal gar nicht schlecht. Schöner geht immer am Ende, ne? Und jetzt mal andersrum. Ich weiß jetzt gar nicht, wie tief der Graben ist. Ui, das war jetzt ein bisschen schief. Aber er sollte auf jeden Fall tief genug sein. Ich denke, die Tiefe ist nicht unbedingt das einzige Problem. Wir haben auch das Thema, dass die Hunde natürlich springen können. Und da müssen wir natürlich auch den Graben breit genug haben. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin. So, jetzt haben wir ein bisschen schräg hier, ne? Weil mir jetzt schon die Geduld für diese Arbeit fehlt. Okay, und wir können halt eben den Anschluss hier vorne zu dem Wasser nicht tun. Und jetzt dürfen wir auch einiges an begehbarer Fläche verloren haben. Ich habe immer noch Hunger. Nee, Versorgung ist gut. Okay.
Da haben wir das Problem. Zwei Probleme. Also Essen kriegen sie, aber das ist nicht das Richtige und es ist nicht gut. Wir müssen auf jeden Fall... Jetzt haben wir es verstanden. Hier mal eine Wasseraufreinigung machen. So, die ist, glaube ich, hier. Wasseraufbereitung. Einfach mal in die Baugruppe rein. Und dann mal gucken, ob das auch hier oben alles abdeckt. Jo, sieht gut aus. Und dann sollte sich das Problem doch mal lösen. Und die Qualität der Mahlzeit, da können wir natürlich hier die Qualität erhöhen. Das verhindert aber noch nicht, dass die Leute nicht irgendeinen Scheiß runterwerfen. Aber das Thema Sicherheit, das machen wir demnächst. Jetzt gucken wir erstmal, hier wird ein Rothund erwachsen. Das gucken wir uns natürlich wie immer an. Die Frage ist, was heißt bald? Gut, die Alterungsgeschwindigkeit der Tiere habe ich auf ganz normal. Die habe ich nicht ausgebremst. Müsste also relativ schnell gehen. Und die können ganz gut klettern hier. Ich bin überrascht. Na, mach schon. Hm? Müssen wir das ein bisschen beschleunigen? Na komm schon. Hallo, wir haben nur 30 Minuten Zeit. Machst du bitte mit? Wie süß. Also die Animationen sind ja schon wieder toll, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Oh, wird erstmal eine Runde gepennt hier. Du sollst bitte wachsen. Du sollst erwachsen werden. Du bist ein Pubertier. Gut, Leute. Drück jetzt einfach mal O. Zweimal. So, dann geht das alles ein bisschen schneller. Und wenn das Tier wieder aufwacht, dann wird es doch hoffentlich bald mal erwachsen. Himmel, Herrgott, mach doch, wach doch jetzt mal auf. Kann doch nicht so schwer sein, wir müssen noch bauen. Ja, mitten in der Nacht. Herzlichen Glückwunsch, gutes Timing. Toll, und dafür habe ich so lange gewartet. Du wirst mal ein ganz großer Star, ich sehe das kommen. Gut. Also, wo war jetzt die Überraschung? Wachsen heißt wieder nur, es wird einmal vom jungen Aussehen auf das erwachsene Aussehen umgeblendet. Na gut. Ist dann halt so. Okay. Jetzt haben wir das mit dem Graben schon mal fertig. Wir gehen jetzt mal den nächsten mutigen Schritt. Wir bauen mal diese Barriere ab. Oder zumindest so um, dass sie keine physische Barriere mehr ist. Und suchen uns jetzt mal ganz schnell irgendwo ein Tierchen. Ach so. Ganz viele Tasten hier. Alles irgendwie durcheinander bei Matze. Ah. Und jetzt gucken wir uns mal die Fluchtbereiche an. Hier haben wir ein bisschen was. Das heißt, hier kann irgendwo jemand springen. Da arbeiten wir einfach nochmal ein bisschen nach. Einfach mal so an diesen Ecken hier. Wo so ein paar Kanten zu sehen sind. Ja, ne? Ups, und schon haben wir es. Easy, das läuft doch gut. Bin ich jetzt nicht unzufrieden? Hätte ich mir viel katastrophaler vorgestellt. Dann machen wir doch jetzt eine Übung, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Aber mit Baulicht. Und dann müssen wir mal im Auge behalten, dass es hier keine neuen Fluchtbereiche gibt. Nicht, dass ich die jetzt hier wieder kreiere.
können wir auch mal auf 4 Meter gehen oder 5. So. Und es wird geglättet. Natürlich wird hier geglättet. So, scheinbar bringt dieses ganze Wetter hier und diese Operation meine Grafikkarte an den Rand des Machbaren. Ja, ich wollte mir schon lange eine neue kaufen. Aber wie das manchmal so ist, ne? Man wartet und wartet. Neue Generationen, Preise sollen sinken. Irgendwie tut der Markt nicht das, was man gerne hätte. Und die Investition wird geschoben. Aber es geht ja alles noch. So. Hier. Jetzt gerade so ein bisschen Land nochmal angehoben. Mach mal gerade wieder weg. Und hier kriegen wir eh noch ein Thema mit der Seite. Ich würde sagen, wir machen hier doch tatsächlich mal ein klein wenig den Graben größer. Denn wir müssen hier jetzt wieder Material anbauen auf der Seite. Abtragen ist hier nicht beim Glätten. Das glättet nur, indem wir Material hier wieder drauf schippen. So. Und hier wird es wieder weggenommen. Aber auf der Seite ist es vollkommen egal, wie das ehrlich gesagt ist, denn es zählt für die Flucht nur die andere Seite, die Innenseite des Grabens. Es sei denn, wir machen den Graben halt zu eng. Aber ob das jetzt eine gerade oder eine zackige Kante ist, das wäre hier jetzt gerade vollkommen egal. So. Und vielleicht machen wir gar keinen Graben. Ich überlege gerade, ob wir das schöner hinkriegen. Denn so ein leerer Graben ist auch nicht unbedingt extrem natürlich. Dann noch eine andere Idee. Vielleicht machen wir auch einfach hier, ich sag mal, bis ungefähr hier hinten insgesamt mal so eine Senke. Ich überlege gerade, dass wir das quasi von hier bis hier vorne absenken. Damit es einfach nicht wie ein Graben wirkt. Frage an euch. Ja. Dann lassen wir es als Graben. Oder senken wir hier das ganze Land einfach ab. Damit das eher hier wie eine Felskante wirkt, wo die Leute drauf zulaufen. Aber dann sehen sie halt auch nichts, wenn wir hier noch einen Weg drumherum legen. Also, ich lasse es einfach mal offen. Sagt mir mal eure Idee zu dem Thema, wie können wir das hier gestalten, dass es vielleicht nicht einfach nur so ein Pumpergraben bleibt. So. Wir lassen das jetzt erstmal hierbei. Wir sind ja schon mal ganz gut in der Tat hier Barriere losgeworden. Damit haben wir schon mal eine Sache geschafft, die ich heute gerne schaffen wollte. Jetzt müssen wir hier noch was machen. Das sieht natürlich auch murksig aus. Mit dieser Senke um diesen Wassernapf. Diese Wasserleitung herum. So, und jetzt haben wir es genau wieder nicht gut gemacht. Machen wir nochmal neu. Ich senke das jetzt einfach mal hier so ein bisschen ab. Dann passt das auch.
ist das auch alles nicht so schlimm. Und hier machen wir noch ein bisschen drauf. Dann wirkt das ein bisschen natürlicher. Okay. Wir kontrollieren noch ein letztes Mal die Fluchtbereiche. Das ist hier schon recht knapp, aber das haben wir noch gerade so hinbekommen. Sieht gut aus. Für die Großen. Wenn die Großen nicht fliehen können, können das die Kleinen auch nicht. Also haben wir ein wichtiges Thema erledigt. Jetzt wäre natürlich die Frage, warum das hier noch so hässlich ist. Da war ich wohl noch nicht mit meinem Lieblingswerkzeug unterwegs. So. Das ist noch nicht ganz fertig hier. Okay. Was ist das denn? Welcher Depp hat denn da das Futter hingeworfen? Kinders, ihr müsst doch mal aufpassen. Die Pfleger kommen nicht so oft und bringen nicht so gerne was, das wissen wir doch. Eieieiei. Okay. Also, Gehege ist erstmal offen. Das ist fein. Von hier könnten theoretisch die Leute mit dem Boot vorbeischippern. Ist immer noch ein bisschen kantig hier. Da kriegt mich jetzt schon wieder dieser blöde Perfektionismus. Es tut mir leid. Mein innerer Monk. Der überwältigt mich hier bei sowas. So, sollte reichen. Okay. Also, hier haben wir noch Freifläche. Die können wir noch irgendwie nutzen. Ist jetzt die Frage, ob wir hier noch einen, ja, Unterschlupf hinstellen wollen, der so ein bisschen nicht natürlich ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Stil hier so reinpasst in das Gehege. Ich glaube jetzt eher nicht. Die Frage ist, was wir mit diesem Platz hier noch Schönes machen. Wir können natürlich immer noch ein bisschen Spielzeug reinbringen. Wir können noch ein bisschen mit Steinen arbeiten. Lass uns doch nochmal gucken, ob wir hier so ein bisschen, ja, Schnickschnack noch reinkriegen. Vielleicht eine schöne Szenerie, auch wenn die ein bisschen Platz wegnimmt. Damit sind wir nochmal beim Thema. 3010. Ich habe doch jetzt durch den Graben gut Land genommen. Fehlen mir doch noch 300 Quadratmeter. Das war jetzt dann doch tatsächlich ein massiver Eingriff. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir halt nicht 25 Hunde, dann haben wir halt nur, ja, 22. Ist auch erstmal gut und das können wir dann später auch noch irgendwie bestimmt mal ändern. Das regt mich so auf. Nee, später ändere ich das nicht mehr. Nie im Leben. Wenn das einmal zugebaut ist, dann ist das zugebaut. Das muss ich jetzt machen, sonst wird das nichts, oder? Können wir was rausholen, indem wir noch eine Höhle bauen? Nein, können wir nicht. Nicht, wenn sie hier unter der Fläche ist, wo sie eh schon hin können. Aber vielleicht, wenn sie unter der Fläche ist, wo sie sonst nicht hinkommen. Damit können wir noch was rausholen. Lasst uns nochmal probieren. Wir machen hier noch einen weiteren Unterschlupf hin. Oh, aber damit kriegen wir keine 300 Quadratmeter raus. Warum geht es hier nicht weiter?
So, mal gucken, wie weit wir kommen. Da ist schon wieder Schicht. Müssen wir ein bisschen weiter nach oben gehen. Aber das bringt nicht viel. Das bringt einfach mal nicht viel. Ach, da ist der See noch ran, ne? Also, wir gucken mal, was hier noch in diese Richtung geht. Ja, da geht noch ein bisschen was. Vielleicht ist jetzt 3 Meter ein bisschen groß. Wir machen einfach mal mit 2 weiter. Na? Jetzt. Aber wirklich viel bringt das nicht. Vor allen Dingen lässt sich die Berechnung hier echt nicht veräppeln, oder? Da kommen wir nur wieder raus. Also, das hat nicht das Ergebnis gebracht, das ich wollte, aber natürlich ist das vielleicht auch noch nicht begehbar. Könnte natürlich sein. Weil der Gang zu eng ist. ...3011, das zuckt so hin und her. So, jetzt haben wir ganze 9 Quadratmeter gewonnen. Ich glaube, das ist ein bisschen Lebenszeitverschwendung. Das Ding machen wir erstmal wieder zu und ignorieren es. Es war ein Versuch wert. Aber ich glaube, das ist Zeitverschwendung, wenn wir ganz ehrlich sind. Also, wo können wir jetzt noch ansetzen? Ist jetzt ganz einfach. Wir machen diesen Graben hier größer an der Stelle. So. Machen wir das Spiel einfach nochmal. Aber ja, wir müssen hier halt einfach viel ausprobieren. Man kann vieles planen, aber auch nicht alles. So, jetzt ziehen wir erstmal die Barriere. Ist die Tafel zu lang. Da müssen wir noch mal eine extra Barriere einziehen hier. Und dann machen wir es doch gleich so. Was soll das denn? Und jetzt kommen die hier einfach weg.
Und hier machen wir nochmal den gleichen Trick. Einfach mal den Graben ein bisschen verschieben. So. Ist er immer noch ein bisschen breit hier an ein paar Stellen. So. In der Kurve können wir noch ein bisschen den Graben schmaler machen, bringt alles noch ein bisschen Land rein. Okay. Und mal wieder alles glätten. Dann müssen wir aber auf jeden Fall gleich auch noch hier das Gelände mal korrigieren, also Geländeart. Das reizt schon wirklich gut meine Grafikkarte aus. Vielleicht muss ich mal ein bisschen in der Auflösung runtergehen. Okay, Leute, wir checken noch einmal, wie es jetzt mit Fluchtbereichen und mit Größe ausschaut. 3640, alles super. Fluchtbereich nicht vorhanden. Ich würde sagen, dem Glück kann nicht mehr viel im Wege stehen. Guck mal, hier unten wird gefuttert. Yam, yam, yam. So. Sind ja jetzt schon ein paar erwachsene Tiere dabei. Okay. Wunderbar. Jetzt würde ich mal sagen, wenn ich dieses ganze Drama mit dem Wetter so sehe, hören wir hier an der Stelle mal auf. Halbe Stunde haben wir ja auch schon wieder voll gekriegt. Unfassbar, wie die Zeit verfliegt. Dabei haben wir eigentlich nur einen Graben gezogen. Ja, die Zeit vergeht hier ultra schnell in dem Spiel. Beim nächsten Mal kümmern wir uns ein bisschen weiter um die Deko hier im Gehege. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Platz. Und dann ist natürlich die Frage, wie wir hier weitere Wege noch anlegen. Wollen wir jetzt einfach wieder einen total blöden Weg drumherum, dass von allen Seiten geglotzt werden kann? Oder, ja, oder was auch immer. Gute Frage. Die gilt es zu klären. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir bräuchten jetzt natürlich auf jeden Fall auch noch die ganzen Besuchereinrichtungen hier. Wir haben keine Toiletten, wir haben keine Bildungseinrichtungen, wir haben keine Sicherheit, keine Mülleimer, keine Bänke. Ich denke, nächste Folge hier Gehegeperipherie und Gehegedeko. Damit sind wir auf jeden Fall noch eine ganze Folge mindestens beschäftigt, eher länger. Und dann eventuell mal sowas wie, ja, eine Ladenecke irgendwo, Toiletten und den Übergang zum Nebelpadergehege. Das ist der Plan für die nächsten, gefühlt, ja, 3-4 Folgen. Wir werden sehen, wie lange es dauert. Jetzt können wir aber erstmal hier diesen Anblick noch ein bisschen genießen. Bei diesem schönen Wetterchen. Regen ist vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Matze.